Das taktische Luftwaffengeschwader 71 Richthofen hat die Evakuierung aus Krisengebieten geübt. Dazu fand am Mittwoch die Übung SNAP am Flugplatz Wittmundhafen statt. SNAP steht für Significance of National Air Power. Die Übung beinhaltet, eigene Truppen in ein feindliches Gebiet zu verlegen, feindliche Stellungen aufzuklären und unter Einsatz von Transport- und Kampfflugzeugen Menschen zu evakuieren. Das Ziel der Übung, die Koordination aller beteiligten Einheiten, am Boden und in der Luft. Auch Pyrotechnik wurde eingesetzt. Etwa 40 Soldaten aus 7 Verbänden nahmen an der Übung teil. Eigentlich sollte bereits am Dienstag eine Vorübung stattfinden. Die musste aber aufgrund der Wetterverhältnisse abgesagt werden.